Wir kennen Siri, wir reden mit dem Handy. Im Deutschen funktioniert die nicht ganz so gut wie im Englischsprachigen. Das sind nur die ersten Schritte. Dann natürlich ganz prominent Alexa. Ich kann mit Alexa sprechen. Das hat teilweise auch so Gimmick-Charakter. Aber es passiert, dass die Systeme zunehmend intelligenter werden, mich lernen, mein Verhalten, für mich Bestellungen auslösen, mit Unternehmen kommunizieren und mir den Alltag ein Stück leichter machen. Das heißt, wir werden zunehmend Kommunikation automatisieren. Wir werden sie auch zunehmend über Bot-zu-Bot-Kommunikation erleben. Warum soll ich eigentlich mit einem Callcenter-Agent reden? Das kostet doch meine Zeit. Ich kann doch meinen Bot sagen, mach das doch bitte und klär das mit dem, buch mir einen Flug. Bei selbstfahrenden Autos, da reden wir schon lange über KI. Aber dass eine Marke zunehmend vielleicht auch durch KI neu aufgeladen wird, dass ich neue Möglichkeiten habe, das habe ich noch nicht so häufig in der Diskussion erlebt. Und gerade da passiert viel, denn jeder Bot, der für eine Kommunikation zuständig ist, der repräsentiert auch die Marke. Also muss ich mir auch Gedanken machen, ist der Bot markenkonform? Ich habe mal gelernt, es hat was mit Empathie, Kommunikation zu tun, Kunden begeistern. Aber die Frage ist, wenn ich einen Flug buche, brauche ich dann Empathie oder geht es dann nicht um Effizienz? Wenn ich eine Lebensversicherung abschließen will, dann brauche ich vielleicht die Empathie eines menschlichen Gegenübers. Also ich glaube, die große Herausforderung wird sein, wie können wir den richtigen Split finden zwischen Automatisierung, Algorithmen, die Kommunikation steuern, und wo brauche ich einfach noch den Menschen, der in der Kommunikation in vielen Belangen heute noch überlegen ist.